Now, for the next talk, we will be learning about the state of email security in 2015, which is an important topic, as you all know. Email is a thing that people use. Also, willkommen zur Übersetzung des Vortrags Neither Snow Nor Rain, Nor Man in the Middle, The State of Email Security in 2015. Und der Vortrag wird gleich anfangen. Der Harold erzählt noch ein bisschen was. Und wir klicken uns dann gleich ein mit der Übersetzung. Vielen Dank für die Einführung. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich möchte heute in erster Linie darauf schauen, wie E-Mail geschützt wird. Also wenn man an E-Mail-Sicherheit denkt, dann geht es ja meistens um PGP oder S/MIME. Aber die Realität ist leider, dass nur ein sehr geringer Anteil an E-Mails mit GPG und S/MIME verschlüsselt ist. Und was ist jetzt mit all den E-Mails, die halt kein GPG verwenden? Und das Ding ist, die E-Mail-Provider haben einige Protokolle eingeführt, um halt dafür zu sorgen, dass diese E-Mails halt doch einigermaßen abgesichert werden. Und ich möchte über die State of the Art sprechen und welche Attack Surfaces, also Angriffsflächen es gibt. Der Inhalt dieses Vortrags ist basierend auf einer Zusammenarbeit mit der Universität Michigan und Google. Und es geht halt auch um internetweites Scanning von E-Mail-Transfer. Wenn ich meine E-Mail-Übertragungssicherheit, was meine ich damit? Nun, wir sind halt, also wir fangen am Anfang an. Wie funktioniert E-Mail eigentlich? Also wenn man eine E-Mail sendet, dann verwendet man den SMTP-Server der Firma oder des Providers und wir nennen das Ganze dann eine SMTP-Submission. Und der Server kümmert sich dann um das Ausliefern und der SMTP-Server macht ein MX-Lookup und ein DNS-Lookup und er kriegt dann halt den Namen eines E-Mail-Servers, der das empfangen soll und eine IP-Adresse. Und der Server kümmert sich dann um die Übersendung an den Zielserver. Und dieser Zielserver behält die E-Mail und liefert sie dann mit POP3 oder IMAP oder mit einem Webinterface an den End-User aus. Und User benutzen TLS ähnlich wie sie HTTPS für HTTP verwenden. Und was ich jetzt fokussieren will, ist, ich möchte mich darauf fokussieren, was in der Mitte passiert. Das ist der Teil, der über das Internet läuft. Wie wird die E-Mail übertragen zwischen meiner Organisation, meinem Provider, zu einer anderen Organisation? Und es gibt halt keine Sicherheit in dem Protokoll. Es wird alles im Klartext geschickt und man vertraut der E-Mail halt vom ursprünglichen Sender. Und das ist halt nicht das, was wir eigentlich wollen für E-Mail, weil sehr viele sehr vertrauenswürdige Kommunikationen über E-Mail ablaufen. Und es gibt halt diese Features, die das Ganze deutlich sicherer machen. Allerdings, niemand von euch hat diese Technologien wahrscheinlich jemals gesehen. Und das hier ist alles unsichtbar für den Endnutzer. Und ihr wisst halt nicht, ob eure E-Mail vernünftig verschlüsselt ist oder nicht. Ihr wisst nicht, ob eure Universität die ganzen E-Mails vernünftig verschlüsselt überträgt. Und wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Das erste Protokoll ist wahrscheinlich das bekannteste, ist Start-TLS. Und Start-TLS ist halt TLS für SMTP. Und es ermöglicht es, die Übertragung der E-Mail verschlüsselt durchzuführen. Das Protokoll ist ziemlich einfach. Man fängt halt eine normale TCP-Sitzung an. Man macht einen Handshake, man sendet ein Hello und der Server sagt dann halt Start TLS oder der Client sagt das und dann sagt der Server, sagt okay, ja, ich kann TLS, wir machen jetzt TLS-Verschlüsselung
und dann wird das halt alles verhandelt und dann kannst du halt, kann man halt die E-Mail raussenden. Allerdings ist das, das ist etwas anders als bei HTTP. Die Art und Weise, wie wir TLS mit SMTP verwenden, ist halt opportunistisch, also nur, wenn es verfügbar ist. Und das RFC sagt tatsächlich, es ist nicht verpflichtend, dass TLS verwendet wird. Wenn TLS nicht verwendet wird oder nicht unterstützt wird, dann ist die einzige Alternative, dass man das Ganze im Klartext raussendet. Und Anmerkung des Übersetzers, er spricht jetzt über Zertifikate, aber das Ganze geht jetzt gerade ein bisschen schnell. Ich steige gleich wieder ein. Und am Ende des Tages, niemand validiert irgendwelche Zertifikate, weil man sich halt nicht darauf verlässt. Und niemand ist ja am Ende weiser am Ende des Tages. Am Ende sind wir nicht in einer Position, dass wir also das verlangen können, weil so viele Server das noch nicht unterstützen, dieses Start-TLS. Eigentlich ist es noch komplizierter, weil selbst wenn alle Start-TLS unterstützen, gibt es immer noch eine weitere Schicht von, ja, eine weitere Abstraktionsschicht in SMTP. Nämlich anders als bei HTTPS, wo man dann gleich das Zeug zurückerhält, wenn ich ein E-Mail an gmail.com geht, schaue ich mir den MX-Record an und dann bekomme ich eine Liste von Namen. Also zum Beispiel smtp.gmail.com. Und dann mache ich einen zweiten Lookup für die IP-Adresse von smtp.gmail.com und das ist dann da, wo ich meine E-Mail hinschicke. Also ja, wo tut man jetzt das Zertifikat hin? Man kann es auf den eigentlichen SMTP-Servern tun oder eigentlich die Domain gmail.com. Also, ja, aber der Name des Servers zu schützen, nützt uns ja eigentlich nichts. Also, wenn man jetzt der Man in the Middle ist und das angreifen will, dann geht man davon aus, eben, dass ja, der DNS-Server einem eh anlügt und man einen falschen Namen gibt. Und natürlich, wenn ich dann einen eigenen SMTP-Server habe, dann kann ich mir ein gültiges Zertifikat darauf ausstellen. Also, ja, also man muss natürlich eben gmail.com tatsächlich selbst schützen, damit ich weiß, dass ich mich dahin verbinde und das sollte auch der SMTP-Server sein. Aber die vielen großen Anbieter verschieben tatsächlich SMTP auf einen separaten Server. Also das ist ja der Anteil, also 25% haben einen separaten Mail-Server. Also wenn es Gmail einen Server braucht, das für den Server passt, wo man die Mail hinschickt, dann muss man natürlich auch ein Zertifikat haben, das 16% der Domains im Internet passt. Also ist nicht wirklich machbar, das umzusetzen. Es ist nicht sofort klar, wie man das macht. Es gibt keine wirklich irgendwie jetzt Zwischenlösung, dass wir voraussetzen können, dass wir TLS verwenden. Schauen wir uns die Daten an. Das ist der Anteil der Nachrichten, die rein und raus geht bei Gmail, welche Start-TLS verwendet. Also wir haben da großen Fortschritt gemacht in den letzten paar Jahren, im letzten Jahr. Also etwa 80% der Nachrichten, die rausgehen, verwenden jetzt Start-TLS und ungefähr 60%, die reinkommen, benutzen Start-TLS. Bei der gleichen Zeit, also es war aber, weil andere Provider ihre TLS-Verwendung umgestellt haben. Zum Beispiel hier anfangs 2014 haben Yahoo und Hotmail Start-TLS zu verwenden begonnen. Und wenn man jetzt das hier beiseite lässt, dann ist nicht viel passiert. Also wir machen nämlich keine großartigen Fortschritte, es ist nur eine kleine Handvoll Anbieter, die umgestellt haben. Also das ist ja noch eine spannende Kurve. Es geht da hoch und runter. Und das sind Wochentage im Vergleich zu Wochenenden. Also bei den E-Mails, die bei Gmail ankommen, sind etwa 10% mehr verschlüsselte E-Mails an Wochenenden im Vergleich zu
während dem Wochentage. Wir vermuten, am Wochenende benutzen halt Leute ihre privaten Accounts und während unter der Woche werden die E-Mails, die aus dem Büro verschickt werden, sind weniger oft verschlüsselt. Es ist ein sehr empfindliches Ökosystem. Man sieht da diesen großen Sprung bei von -20% und als da die Poodle-Vulnerability veröffentlicht wurde, weil scheinbar Leute Panik hatten und einfach TLS abgestellt hatten. Und ja, das ist natürlich nicht, was wir wollen. Das ist ein ziemliches Chaos. Nach bei großen Anbietern heute benutzt man sehr exotische Ciphers. Also das sind die großen E-Mail-Anbieter im E-Mail. Man sieht hier, wird immer noch RC4 verwendet. Facebook hat zum Beispiel ein Zertifikat, das ungültig ist. Also es ist zwar ein gültiges Zertifikat, das passt aber nicht zu Ihrem Mail-Server. Und ja, das sind die 10 größten E-Mail-Versender der Welt. Wir haben das heute Morgen nochmal angeschaut, also Yahoo unterstützt immer noch RC4. Natürlich, hinter den Top 10 sieht es aber auch nicht viel besser aus. Also von der Top 1 Million Domains unterstützen etwa 80% StarTLS, 34% haben Zertifikat, das dem MX-Server zum ENG-Server passt, aber nur 0,6% haben Zertifikat, das wirklich richtig passt, also das nötig wäre, um festzustellen, ob man das an den richtigen Ort schickt, tatsächlich. Also, ja, es ist irgendwie ziemlich traurig. Die übliche E-Mail-Software, die Leute verwenden, unterstützt StarTLS auch nicht. Also das Einzige, das wirklich da beides richtig unterstützt, ist Microsoft Exchange. Also ja, das ist natürlich ein bisschen Arbeit, man muss natürlich ein richtiges Zertifikat haben, aber also bei ausgehendem TLS gibt es wirklich keinen Grund, wieso ein E-Mail-Server das nicht einfach machen sollte. Also StarTLS beschützt einen von passivem Überwachen, aber sonst nichts. Also schützt einen nicht vor aktiven Angriffen. Also wenn ich jetzt ein aktiver Angreifer bin, wie würde ich jetzt StarTLS umgehen? Also wie kann ich alle die Server überwachen, die StarTLS verwenden? Also das Einfachste ist, wenn man SMTP-Sessions überwacht und einfach alle diese StarTLS-Anfragen ersetzt durch Müll. Also wenn es da kommt, ich unterstütze Kompression oder so, dann ja, ersetze ich das einfach durch XXXX und der Client sagt dann, na, XXXX kenne ich nicht, das unterstütze ich also nicht. Und der Client schickt dann, ja, es kann sein, dass der Client trotzdem einfach schickt, ich ignoriere das, aber schicke trotzdem StarTLS und als Angreifer muss man das natürlich in die andere Richtung gleich auch ersetzen. Das tönt so wie der dümmstmögliche Angriff, den man sich ausdenken könnte. Also, aber also, wie, kann man das irgendwie etwas subtiler, etwas versteckter machen? Also schauen wir mal an, was der Anteil von Nachrichten irgendwie einfach Kuddelmuddel sind. Von diesen IP-Adressen schauen wir uns das mal an. Also es ist ein unglaublich hoher Anteil. Also lasst euch das einfach mal euch wirken. 96% der E-Mails aus Tunesien sind verhindert, TLS zu wenden durch irgendein Netzwerkgerät dazwischen, weil es das Start-TLS-Kommando korrumpiert. Und das sind die Top 10 Länder. Wenn man jetzt die Top 20 anschaut, sieht man dann, ja, da kommen jetzt langsam die europäischen Länder auch. Also man fragt sich, wieso passiert das? Ist das bösartig? Sind das Länder, die E-Mails entschlüsseln wollen? Das ist jetzt nicht einfach mal so klar. Also wenn man jetzt da Firmen anschaut, dann sieht man irgendwie alles. Und man sieht, dass Cisco das auch tatsächlich als Feature verkauft.
Also Cisco hat diese Cisco ASA-Geräte, Cisco Firewalls, und die wollen natürlich, dass man E-Mails anschauen kann, die über dieses Gerät gehen, um zum Beispiel dann nach Malware zu suchen oder Spam. Das können die natürlich nur machen, wenn sie auf den Plaintext des E-Mails zugreifen können. Also deshalb korrumpieren die Start-TLS-Befehle und dann wird das E-Mail im Klartext geschickt. Das heißt natürlich, ja, jedes E-Mail, das aus deinem Land kommt, ist natürlich im Klartext verschickt. Also ja, das ist nicht wirklich so erklärt in der Cisco-Dokumentation, dass es diesen großen Nachteil hat, aber ja. Es gibt natürlich bessere Lösungen. Also man könnte zum Beispiel im Cisco-Gerät die Verbindung terminieren und dann Start-TLS nach außen machen. Das ist dann natürlich nicht Ende zu Ende, aber es wird nicht alles einfach im Plaintext geschickt. Der zweite Weg, wie man diesen Angriff machen könnte, ist einfach zu lügen, was der Mail-Server ist. Also wenn ich jetzt den MX-Record für meinen Mail-Server rausfinden will, dann... weil jetzt ja eh niemand die Antworten überprüft hier und die Zertifikate überprüft, gibt es nichts, das mich davon hindert, als DNS-Server einfach zu lügen, dass mein Mail-Server eigentlich unter dieser IP-Adresse verfügbar ist. Also ja, und dann wird halt das ganze E-Mail umgeleitet über diesen anderen Host. Und ja, vielleicht merkt der eigentliche Mail-Server, dass das E-Mail verloren gegangen ist, aber mittlerweile habe ich Zugriff auf den ganzen Inhalt. Und wir haben uns das nochmal angeschaut und haben die DNS-Server im gesamten Internet betrachtet. Und wir haben uns die ganzen Open Resolvers angeschaut. Was ist der MX-Record und was ist die IP-Adresse für gmail.com? Und wir haben dann festgestellt, dass in hunderten Fällen, dass in über 60 Ländern, dass das alles irgendwie nicht gestimmt hat. Und wir sehen, dass halt ein gewisser Anteil halt von gefälschten Absendern kam. Aber das ist halt nur eine untere Schwelle. Und wir sehen halt, das passiert tatsächlich. Wir wissen halt nicht, wie viel das passt. Wir haben nur diesen gewissen Einblick in diese Problematik, aber wir sehen, dass es tatsächlich real ist. Und der Zustand, Sicherheit auszuliefern, ist halt nicht so toll. Und wir wissen, dass halt aktive Angreifer dazu fähig sind, Verbindungen zu korrumpieren und zu beeinflussen. Was ist jetzt mit E-Mails authentifizieren? Und Authentifizierung von E-Mail ist wesentlich bekannter und relevanter wegen Spam oder Spam-Verhinderung. Und es geht halt darum, dass E-Mail-Provider, wenn sie eine Nachricht empfangen, dass sie überprüfen können, ob der Sender tatsächlich autorisiert war, das von der Quelldomain zu verschicken. Und das Ganze soll natürlich dazu sein, um Spam zu verhindern. Und es gibt im Prinzip drei Protokolle, die heutzutage verwendet werden. SPF, DKIM. Und SPF ist das einfachste. Es ermöglicht einer Domain, einen DNS-Text-Eintrag zu veröffentlichen, wo dann drin steht, dass das sind die IP-Adressen, die ich kontrolliere, die ich besitze. Und das sind auch die IP-Adressen von den SMTP-Servern und alle anderen E-Mails von anderen Servern sind halt nicht von mir. Und wenn man dann halt eine E-Mail kriegt von einer anderen Adresse, dann von einer anderen IP kriegt, dann wird die E-Mail halt direkt verworfen. Und das ist in der Realität durchaus eine effektive Methode. Also es kriegt halt eine Nachricht, schaut sich die IP-Adresse an und es schaut sich dann halt an, ob es von dem Host tatsächlich gesendet wurde. In der Regel werden diese E-Mails halt nicht direkt verworfen, sondern sie verwenden es halt als Indikator dafür, dass etwas Spam ist oder nicht. Und also es ist mir auch schon passiert, dass ich eine E-Mail-Adresse bei meiner
E-Mail-Adresse bei meiner Uni habe und wenn der E-Mail-Server eine strenge Regeln hätte, dann wären die meisten E-Mails halt einfach weggeworfen worden und das ist natürlich auch nicht praktikabel. Das nächste Verfahren ist DKIM und was das halt ermöglicht ist, dass man ein Public Key im DNS-Eintrag veröffentlichen kann und damit lassen sich halt Daten signieren und dadurch lassen sich halt ausgesendete Nachrichten signieren, sodass sichergestellt wird, dass eine E-Mail tatsächlich von einem Server kommt. Und dies sind hier die Headers, davon habe ich den Hash gebildet und das ist die Prüfsumme vom Buddy und der Empfängerseite schaut dann halt, ob der Key und die Signatur übereinstimmen. Aber es gibt eine Besonderheit über diesem Protokoll, aber es ist nicht klar, wo der Key für die Domain abgelegt wurde. Also wenn man jetzt fragen würde, was ist der DKIM Public Key, wo ist der? Das kann halt für jede Nachricht unterschiedlich sein, wo der Key ist. Und daher weiß man nicht, ob eine Domain eine E-Mail tatsächlich signiert. Aber wenn man halt eine Signatur rausschmeißt und die entsprechenden Header entfernt, dann weiß der Empfänger nicht, dass diese Nachricht eigentlich signiert hätte werden sollen. Und wir haben jetzt DKIM eingesetzt, aber es hat diese fatale und eigentlich offensichtliche Schwäche, dass halt jeder Angreifer eine eigene Signatur verwenden kann. Und die meisten E-Mail-Provider kommen damit zurecht, indem sie halt die Antworten der ganzen E-Mail-Server cachen und eine Checkliste abgehen, ob diese Nachricht einen entsprechenden Header hat, eine entsprechende Signatur und so weiter und so fort, um halt das normale Verhalten von E-Mail-Servern zu überwachen. Dann gibt es noch DMARC und es ist... Anmerkung des Übersetzers, ich bin jetzt gerade nicht hinterhergekommen. Also dieses Protokoll erfordert, dass jede E-Mail tatsächlich eine Signatur angehängt haben muss, um als valide anerkannt zu werden. Und jedenfalls versucht der Empfänger dann aufgrund dieser Signatur zu überprüfen, ob die E-Mail tatsächlich von dem Server kam. Von der Perspektive von Gmail funktioniert das ziemlich gut. Über 90% aller E-Mails wurden authentifiziert mit diesem Verfahren. Also mit diesem Verfahren mit SPF und DKIM. Aber das ist dominiert von einer kleinen Anzahl von sehr großen Providern. Wenn man sich die Top Millionen Domains anschaut, dann hat man eher einen anderen Eindruck. Keine 50% haben SPF aktiviert und nur 1% hat eine DMARC Policy. Und von diesen Providern oder Domains und nur 20% sagen, dass es dann rejected werden soll, wenn das halt nicht übereinstimmt. Die meisten sagen halt, die Nachrichten werden halt zum Sender zurückgesendet als ungültige Nachricht, so dass der Sender weiß, dass er Bullshit gesendet hat. Aber ob das so sinnvoll ist? Das E-Mail-Ökosystem ist leider sehr kompliziert und deswegen wird auch nicht alles eingesetzt. Das Problem ist natürlich auch, wenn man jetzt Mailinglisten einsetzt, dann hängen E-Mail-Mailinglisten ja meistens immer noch ein Futter an jede Nachricht, um zu sagen, das ist von dieser Mailingliste mit einem Unsubscribe-Link und dadurch hat sich natürlich die E-Mail selbst verändert und sowas invalidiert natürlich die Signaturen der E-Mails, was natürlich auch ein enormes Problem ist.
Und alle diese Politiken oder Regeln waren deswegen halt weiche Versager, weil in der Praxis gab es halt immer Probleme mit der Umsetzung oder mit Spezialfällen. Aber in den letzten Jahren sind zumindest die Reject Policies verstärkt im Einsatz gegangen. Also, wie machen wir jetzt weiter? Wir sind in einem schlimmen Ort im Moment. Also ja, wir wollen wahrscheinlich wissen, dass wir mit dem richtigen Metaverse reden. Wir wollen TLS immer verwenden. Wir wollen wissen, dass die Mails tatsächlich von daher kommen, wo sie sagen, dass sie herkommen. Es gibt da zwei Vorschläge in der IETF. Das eine ist SMTP Strict Transport Security. Da geht es im Prinzip darum, ähnlich wie bei HSTS für HTTPS. Also eine Domain kann man da sagen, alle Nachrichten, die du zu mir schickst, muss verschlüsselt sein und ich will nicht, dass du mir E-Mail schickst, das nicht verschlüsselt ist. Also zum ersten Mal kann man jetzt da ziemlich sicher sein, dass wenn man den richtigen Public Key hat, dass man das E-Mail an den richtigen Ort schickt. Dann hier bei ARC geht es darum, dass man da gibt es einen Key, der über DNS veröffentlicht ist. Das ist jetzt natürlich, ja, dieser Key sollst du verwenden. Ist nicht perfekt, weil der DNS-Record kann gefälscht sein, aber es ist besser als was wir heute haben. Als Ersatz für DKIM gibt es dieses ARC, Authenticated Receive Chain. Also es hilft damit umzugehen, wenn Messages geändert werden, also zum Beispiel, wenn eine Signatur angehängt wird oder so und dann entsprechend der Hash sich ändert. Also ja, so geht es darum, dass man einen Mailinglist-Anbieter als vertrauenswürdig anbieten kann und das macht das Ganze flexibler und passend zur echten Welt. Also diese werden im Moment noch entwickelt, sind sehr, sehr langsam, sich in der Praxis auszuführen und es gibt hier diesen Google-Transparenz-Report, um zu zeigen, wie gut die Implementationen vorankommen. Also ja, zum Beispiel der Anteil von Gmail-E-Mails, die verschlüsselt sind und auch aufgeschlüsselt nach anderen E-Mail-Providern. Wir haben so ein Dashboard erstellt mit den Top-Servern, die zum Beispiel Start-TLS verwenden oder eben plötzlich nicht mehr oder eben so korrumpierte Start-TLS haben. Ja, da sehen wir dann gut, welche Betreiber wir dazu drängen müssen, das anzupassen. Also ja, die Mail-Community hat angefangen, diese Sicherheitserweiterung einzusetzen, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir haben nicht wirklich Schutz vor aktiven Angriffen und ja, dieser passive Schutz hat auch seine Nachteile. Ich meine, ja, solange das so ist, wird es unwahrscheinlich, dass Leute das voraussetzen, dass man verschlüsselt braucht, wenn 75% das noch gar nicht unterstützen. Gmail arbeitet daran, möglicherweise dem Benutzer anzuzeigen, ob eine E-Mail sicher übertragen wurde oder nicht, um möglicherweise da den Druck zu erhöhen. Es gab noch Vorschläge, die noch in Arbeit sind, wo es um Strict Transport Security geht, um den Bestrebungen weiterzuhelfen, die ja jetzt schon da sind. Aber wir werden schauen. Ja, jetzt bin ich offen für Fragen. Wie immer, stellt euch bitte bei dem Mikrofon auf für Fragen. Also wenn ihr auf dem Stream seid, dann geht einfach auf Twitter oder ins IRC, also irc.hackend.net und dann der Channel Raute 32 C3-Hall-2. Zuerst jetzt die erste Frage. Vielen Dank für die nette Übersicht, auch für die Übersicht aus der amerikanischen Seite Gmail. Und in Deutschland gibt es halt eine Lobby dafür, dass man halt DNSSEC und DANE einsetzt, also in Deutschland. Und
Das hast du halt nicht erwähnt. Also den ist eine Möglichkeit. Ja, da es geht im Prinzip darum, einen öffentlichen Schlüssel zu veröffentlichen. Also viele Leute denken nicht, dass DNSSEC wirklich groß Zulauf findet und dass es wirklich sinnvoll ist, das einzusetzen ist. Also es gibt sehr wenige, die im Moment DNSSEC verwenden, weniger als 1% der Domains. Und wir benötigen eine Lösung, die jetzt funktioniert, die wir jetzt einsetzen können und ja, etwas, das man Stück für Stück aber auch einführen kann. Okay, das Internet hat die gleiche Frage. Mikro 4. Über das STS-Vorschlag. Warum verwendet ihr einen DNS-Gerbil statt einem es geht jetzt, also ich versuche das mal zu paraphrasieren, es geht um verschlüsselte Kanäle zur Abfrage von, ich glaube, den DNS-Informationen und der Fragesteller glaubt, das wäre sicherer. Also im besten Fall würde man natürlich beides machen. Wir haben gesehen, dass bei so Man-in-the-Middle-Angriff die Zugriff zum Inhalt haben und wenn man natürlich das Start-TLS ersetzen kann, dann kann man natürlich die andere Verbindung auch, die anderen Inhalte auch ersetzen. Und naja, bei DNS geht es darum, dass es noch mehr Zeug ging, da gibt es Cachings, üblicherweise ein anderer Server, also ist halt ein bisschen ein anderes Setup. Ich würde natürlich gerne, dass beides gemacht wird. Mikro Nummer 1. In deiner Forschung mit Google hast du dich auch mit Zertifikat, Validierung und abgelaufenen Zertifikaten beschäftigt hast. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Also ich bin nicht sicher, was die Frage ist. Meinst du, wieso wir nicht Zertifikate validieren, oder? Aktiv ein falsches Zertifikat zu akzeptieren und nicht für veraltete Cypher, Chiffren, das ermöglicht es, Verschlüsselung aufrechtzuerhalten mit. Also es stimmt. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Antwort habe für dich haben. Also die meisten Mail-Server akzeptieren einfach irgendwas, weil alle davon halt OpenSSL brauchen, außer natürlich Exchange und ja, geht es halt um die Defaults von OpenSSL. Also ich nehme an, die meisten akzeptieren unsichere Ciphers, aber ich habe jetzt keine konkreten Zahlen zur Hand. Mikro 8. Es scheint, dass größere E-Mail-Provider mehr und mehr zu Gated Communities übergehen. Gibt es eigentlich noch eine Hoffnung, einen eigenen E-Mail-Server zu betreiben? Ja, es wird immer komplizierter, jeden Tag einen Mail-Server richtig aufzusetzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das aussehen wird in der Zukunft. Also, ja, es gibt immer mehr, die zu Cloud-Anbietern wechseln, weil es einfacher ist. Wir haben diese Technologien einsetzt, ja, also es ist ja nicht so, dass es proprietär wäre, also man kann die einsetzen, wenn man will. Es ist einfach halt sehr anstrengend und mühsam. Und ja, das ist halt, was man bei den Cloud-Providern einfach bekommt, ja. Also ich nehme jetzt mal an, dass weiter Leute zu Cloud-Providern umsteigen, aber es wird immer eine Handvoll Organisationen geben, die selber Mail-Server haben. Ich möchte anmerken, dass selbst wenn man alles richtig macht, man kann trotzdem noch blacklisted werden. Und das ist halt immer noch ein Problem. Es ist nicht nur eine technische Frage, sondern große Provider also da wollen manchmal auch nur mit den Top 10 dazu interagieren. Mikro 4. Auf dem Slide Moving Forward with SMTPs and
Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber es ist möglicherweise leicht missverständlich. Und da stand, HSTS sollte Public Key Pinning unterstützen und also es ist ähnlich wie HSTS, also so ähnlich wie Key Pinning. Also ja, du hast recht, das, hier geht es nicht um Key Pinning, aber ja, STS kann das dann wahrscheinlich. Ist denn die Transport Layer Security nicht eigentlich nur ein einzelner Schritt in einem großen Ganzen? Ja, in der perfekten Welt hätten wir Ende-zu-Ende Sicherheit, also zum Beispiel mit PGP, aber in der Praxis ist es nicht so einfach. Es gibt nur eine sehr, sehr kleine, verschwindend kleine Zahl von Leuten, die PGP verwenden. Die haben noch große Herausforderungen vor sich. Ja, die großen Anbieter haben halt noch Probleme damit, irgendwie Betrugsmails zu finden oder Spam. Und bei PGP sind natürlich viele Metadaten immer noch Klartext. Also ja, zum Beispiel an wen das geht oder der Betreff des E-Mails. Und das hier ist eigentlich ein orthogonales Problem. Also solange wir noch keine Lösung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, und das werden wir auch noch nicht bald haben, müssen wir diese beiden Seiten des Problems anschauen. Mikro 2. Ich habe mich gefragt, ob du dir auch die Privatsphäre-Implikationen angeschaut hast. Zum Beispiel Demoid implementiert für kleine Domains und ob man dann eine Antwort bekommen hat. Und ob, wenn man dann halt Google als Dritten befragt, ob man dann halt. Also, das haben wir noch nicht angeschaut, aber es wäre sicher sehr interessant, das mal anzuschauen. Nächste Frage. Bezüglich dem SMTPS-Vorschlag. Ich mag das nicht. Es mag für große Provider wie Gmail und Yahoo und Microsoft relevant sein, aber wenn man zu Mail-Experten fragt, dann wollen die das nicht einführen, weil es eine Authentifizierung über HTTPS verwendet und man braucht halt einen Webserver, um das Ganze umzusetzen. Es ist halt nett für große Organisationen, aber es ist nicht für alle Mail-Provider. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, was das mit der GitHub-Issue ist, die du da erwähnt hast. Also ja, die Antwort ist, es wird ziemlich flächendeckend eingesetzt. Also es ist nicht so, dass man da eine neue Technologie einsetzen muss. Und für mich persönlich, ja, ich bin einverstanden, dass wir da nicht so was Ähnliches haben wie HSTS, wo man da out of band über DNS das machen also muss. Idealerweise würde ich sowas wie Tag verwenden mit einer besseren Version und Extension. Anmerkung des Übersetzers, es geht jetzt um DNS-Technologien, die irgendwas mit Tags zu tun haben und Caching ja, es gibt keine doof. Perfekte Lösung im Moment. Internet, Frage aus dem Internet. Vielleicht ist es einfacher, die ganzen Provider zum sicheren Versenden von E-Mails verbringen, aber vielleicht ist Dezentralisierung die bessere Strategie. Wieder, das sind zwei orthogonale Probleme. Diese Technologien werden von kleinen und großen Anbietern verwendet. Was wir jetzt sehen, ja, bei kleinen gibt es vielleicht nicht die Expertise, also ist nicht ganz alles, aber es ist nicht im Prinzip eine Eigenschaft der Technologie, die verhindert, dass man das verwendet. Also man könnte das von groß bis klein einsetzen. Also ja, es ist ein bisschen ein unabhängiges Argument von sind die Großen böse und die Kleinen Mikro gut. Mikro 2. DNSSEC. Ich verstehe dein Argument, dass es nicht wirklich in der Praxis verwendet wird, aber es wird in den Slides gezeigt, dass es einige große Provider gibt, die viel E-Mail-Traffic kontrollieren.
Und wenn Sie halt den SSEC verwenden, auch um die Domains abzusichern, wenn wir das Problem, also das, wenn Sie dann halt zusätzlich noch Dane verwenden würden für ausgehende Verbindung, und dann hätten wir bereits sehr viele Probleme gelöst, die du bereits erwähnt hast. Und wäre es nicht besser, den SSEC stärker zu forcieren? Applaus aus dem Publikum. Ja, doch. Also DNSSEC ist technisch eine Möglichkeit. Ich habe nicht viele der großen Provider gesehen, die DNSSEC einsetzen. Also ja, und natürlich muss der Client immer noch auch das unterstützen. Also ja, technisch gesehen löst es das Problem, aber ja, DNSSEC hat dann seine eigenen technischen Probleme. Und ja, viele Leute hätten lieber eine andere, bessere Lösung, bevor sie DNSSEC einsetzen. Es gibt mittlere und es gibt mittelgroße Provider in Deutschland und sie haben nicht wirklich Probleme damit. Ja, wenn man zurückgeht und Schlüsselgrößen anzeigt, dann sagt man ja von Tag 1 weg, ja, die Technologie hat ein Problem. Also ja, und Leute fragen mich, wieso soll man das überhaupt einsetzen? Ich meine, Technologien, die so RSA-Keys verwenden, die wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr verwenden können, ist das richtig, wenn wir das jetzt so machen? Ja, also wieder in einer perfekten Welt könnten wir jede Technologie, die gehen würde, gleich sofort einsetzen. Aber jetzt brauchen wir halt eine bessere Lösung, die alle verwenden können. Und ich meine, ich sage euch ja auch nicht, benutzen nicht DNSSEC. Also es gibt hier kein Problem, DNSSEC zu verwenden. Das überlasse ich jeder Firma, das zu entscheiden. Also das müsst ihr wissen. Was wir jetzt aber gesehen haben, ist, naja, nicht viele setzen das tatsächlich ein. Und das sagt mir, dass wir andere Alternativen anschauen müssen. Und ein Grund, warum viele Leute diesen Talk mögen, ist, weil auch viele Probleme, von denen SSEC in diesem Talk angesprochen hast. Und DNSSEC entwickelt sich weiter. Deswegen würde ich es halt nicht auf dem Radar, also auf dem Radar halten. Ja, und ich meine, ich schaue natürlich gespannt zu, wo das hingeht, ja. Astonishing. 18 minutes left for Q&A. Go ahead, number one. Yeah, you were mentioning that. Du hast erwähnt, dass standardmäßig Open Source Mailversender halt in der Regel nicht Verschlüsselung verwenden. Also ich habe da gewisse Ansätze gesehen. Ich würde gerne sehen, wie dieses Zeug gefixt wird. Also wenn du weißt, mit wem man da sprechen muss, wäre ich sehr froh, wenn wir sehen würden, wie diese Bugs gefixt werden, ja. First of all, you're doing a great job being very quiet. That's nice. And please also take all your trash. Thank you. And now number four, please. Mikro Nummer 4. Yeah, so second question, as we have so much time. What if I set up my mail server now and was ist, wenn ich meinen Mail Server jetzt installiere und dann sage starte es? It's completely optional. Und kann ich es nicht eigentlich weglassen, weil es ist ja eigentlich optional. Was sollte man jetzt eigentlich installieren, weil es ist ja eigentlich alles kaputt. Ich kann natürlich nichts dagegen machen. Was ist jetzt der Punkt? Ja, du hast recht. Ich habe keine magische Pille, die alle Probleme löst. Es ja, geht langsam vorwärts. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Es gibt noch viel Arbeit. Also ja, behaltet eure Augen offen. Schaut zu, wie diese weiteren Vorschläge sich entwickeln, aber als einzelner Anbieter, ja, bist du wirklich nicht an einem guten Punkt. Ja, also ich kann nur warten und ich bin auch an dem Punkt, wo du bist. Ich kann nichts machen. Also wir haben gemessen, wie die Welt aussieht und ich meine, jetzt aus der Akademikersicht konnte ich ja eben da das Messen zu sagen, den Leuten aufzuzeigen, das ist, auf was wir aufpassen müssen. Also 80% der E-Mails, die nicht verschlüsselt sind, das ist einfach inakzeptabel. Aber es ist genauso wie HTTP und HTTPS, es wird einfach
Zeit brauchen, das den richtigen Weg zu finden da. Applaus aus dem Publikum. Mikro 1. Die meisten E-Mails sind nun authentifiziert. Und jeder hat seine eigene Spam-Filter-Lösung. Kennst du einige offene oder globale Lösungen für Spam oder Spam-Einteilung? Ja, ich glaube, da gibt es welche, aber mir fallen jetzt nicht gerade Namen ein. Also es gibt ja Spamhaus zum Beispiel, Listen von IP-Adressen, es gibt da verschiedene Anbieter, viele der kommerziellen Anbieter. Ist das halt ein Geschäftsgeheimnis, wie das funktioniert? Also Yahoo oder Gmail können sagen, ja, wir haben halt mehr Spam verhindert. Das ist natürlich ein Verkaufsargument für diese Firmen. Also ich habe jetzt keine richtig großen Firmen, von denen ich weiß, die dann sagen, ja, das ist genau, wie wir es machen. Also meine vielleicht Mail-Server-Provider können ja dann eine Liste von Zeugs geben, was sie machen, aber ja, ich weiß es auch nicht. Eine Frage aus dem Internet. Einige Probleme für DNS, für E-Mail-Verschlüsselung hat etwas mit DNS-Problemen aus. DNS-Sec ist ja auch noch nicht wirklich verbreitet. Also wir haben, das ist alles noch in der Entwicklung mit DNS, verschlüsselungsbasierten Technologien. Wir haben halt noch keine fertigen Lösungen. Es gibt einige Lösungen für einige Probleme. Und einige Leute sagen halt, DNS ist nicht der Ort, wo man die Probleme lösen sollte. Und man will natürlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, die natürlich nicht darauf basiert, ob DNS kaputt ist oder nicht kaputt ist. Und die Frage ist halt auch, es gibt natürlich auch die moralischen Faktoren und, Mikrofon 4. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, gab es nicht viele, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich denke, es ist veröffentlicht, dass ist entweder früh im 2015 passiert oder irgendwie darum. Also wenn es noch nicht abgeschlossen ist, dann ist es auf jeden Fall so weit, dass es Leute heute verwenden können. Frage aus dem Internet. Du hast gesagt, es gibt in der nahen Zukunft keine einfache Lösung für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hast du von Pretty Good Privacy schon gehört? Oder Pretty Easy Privacy? PGP? PEP. Also nicht PGP, sondern PEP. Sehr einfache Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für E-Mail. Nein, da habe ich noch nicht von gehört. Mikro 4. Your enlightened talk. Hast du einige Best Practices, also Ratschläge, wie in dem Paper? Die Best Practices wurden eigentlich schon von der Mail-Community aufgezeigt. Also ja, eben. Verwendet diese Protokolle, verwendet TKIM, verwendet DMARC und stellt StarTLS an. Ja, also das ist, wo wir jetzt sind. Einfach schaltet diese Protokolle ein. Und darüber hinaus muss es halt sehr, ist es halt anwendungsspezifisch und große Anbieter funktionieren halt anders. Also lest drüber nach und überlegt euch, was bei euch Sinn macht. Anybody else? This is such a long Q&A. Oh, number 5, go ahead. Mikro 5. Hast du Vorschläge für Tools und Webseiten, wo man seinen eigenen Mail-Server testen kann, ob man da gibt es solche Domains. Ich fällt mir jetzt gleich keinen Namen ein. Es gibt solche Tests. Please once again, thanks, Sakir. Herzlichen Dank.